bisschen überrascht. Gestern hat der HSV den Verkauf von Jan-Peter Arp bestätigt, erklärt. Nehmen Sie uns mal mit, warum hat der Verein das nicht ganz offen und ehrlich im Sommer so kommuniziert? Da müssen wir noch einmal zurückgehen, genau in die Zeit, wo das dann passiert ist, oder das war. Nämlich nach Ende der Saison, nachdem Ralf Becker hier angefangen hat, haben wir uns natürlich damit mit den gesamten Themen auseinandersetzen müssen. Und dann hat es natürlich schon eine ganze Menge an Gesprächen gegeben durch Fiete, beziehungsweise seinen Berater. Ist ja kein großes Geheimnis, dass es großes Interesse der Bayern gab, ihn schon sehr schnell zu verpflichten. Es gab auch eine ganze Menge natürlich an anderen Anfragen. Und man muss dann sagen, wir waren abgestiegen und dann haben wir uns hingesetzt und haben versucht, alles mal zusammenzusammeln, was an Informationen, an Gesprächen geführt worden ist. Und haben uns dann gemeinsam hingesetzt mit den Bayern und aber natürlich auch mit dem Management von Fiete und sind dann zu der Lösung gekommen, die wir gestern noch kommuniziert haben. Und wir glauben, dass das unterm Strich eine wirklich richtig gute Lösung ist. Das ist eine richtig gute Lösung, auch inhaltlich eine gute Lösung für beide beteiligten Clubs, aber natürlich auch für Fiete. Trägt seinem unglaublichen Interesse Rechnung, beim HSV zu bleiben, beim HSV noch ein oder möglicherweise auch zwei Jahre zu spielen. Und dann haben wir entschieden, und da würde ich jetzt heutzutage auch sagen, das war eine Fehleinschätzung. Das war aber eindeutig und ausschließlich die Verantwortung der beteiligten Clubs, dieses nicht zu kommunizieren. Das muss man ganz klar sagen, also da nehmen wir uns eine Fiete komplett rausnehmen. Das würden wir wahrscheinlich heute anders machen. Wir haben das damals so entschieden. War, würde ich heute sagen, war eine Fehleinschätzung. Glauben Sie, dass es vielleicht auch eine gewisse Auswirkung geben kann, dass Fiete jetzt vielleicht Probleme hat mit einer gewissen Anhängerschaft, gewissen Fans, die sagen, das können wir so nicht verstehen, die Äußerungen haben wir falsch aufgefasst damals? Also ich will hoffen, dass das nicht passiert, weil Fiete ist in diesem ganzen Thema komplett aus der Verantwortung zu nehmen. Also wirklich, der hat nach dem Abstieg, anders als die, denen man das möglicherweise vorwerfen könnte, gesagt, ich möchte ihr Land gewinnen und möchte zu einem anderen Club und möchte die damals schon bestehenden Interessensbekundungen von Bundesligisten und halb Europa wahrnehmen, sondern hat gesagt, ich will bei meinem HSV bleiben und will das, was ich mit verbockt habe, nämlich den Abstieg wieder korrigieren und will auch dann tatsächlich versuchen, sportlich das Maximale rauszuholen und wenn es irgendwie geht, aufzusteigen. Und zwar nicht nur ein Jahr, sondern er behält sich die Entscheidung vor, auch noch ein weiteres Jahr hier zu bleiben. Und das rechnen wir eben extrem hoch an. Und wir hoffen, dass das auch bei den Fans genau so ankommt, wie das nicht nur für ihn gemeint war, sondern wie es auch von ihm auch durchgezogen worden ist. Glauben Sie, dass es nicht irgendwie in einer gewissen Form außergewöhnlich ist, dass ein Spieler selber entscheiden kann, wann er geht, wann er bleibt? Ich meine, es geht ja auch um Planungssicherheit. Das ist in der Tat außergewöhnlich, das ist auch eine außergewöhnliche gesamte Konstruktion. Also man muss sagen, der Vertrag hier mit dem HSV, der wäre, ist Ihnen allen genauso bekannt wie uns, wäre am Ende dieser Saison ausgelaufen. Und durch die Möglichkeit eben, oder durch die Tatsache, dass wir diesen Vertrag mit ihm verlängern konnten, haben wir für uns die Möglichkeit bekommen, dass er vielleicht auch noch ein zweites Jahr hier spielt. Das haben wir aber tatsächlich komplett ins Benehmen des Spielers gelegt. Wir wissen, dass er damit auch verantwortungsvoll umgeht und natürlich würden wir uns wünschen, dass er dann auch, wenn das die Umstände hergeben, dass er tatsächlich dann noch ein zweites Jahr hier spielt. Und insoweit sind wir sehr froh, dass nicht nur wir ihm die Möglichkeit gegeben haben, sondern auch die Bayern. Und zu gegebener Zeit werden wir uns dann zusammensetzen und er wird dann das so entscheiden, wie er das für richtig fühlt. Bis wann wollen Sie dann eine Entscheidung haben? Also in dem Fall dann von Fiete? Da lassen wir uns jetzt erstmal Zeit. Die Entscheidung fällt auf jeden Fall nicht mehr während der laufenden Saison, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf genau das, was ansteht. Das sind die nächsten Ligaspiele, also die nächsten 14 Ligaspiele. Und danach wird dann die Entscheidung fällen, aber auf gar keinen Fall mehr vorher. Wann überweisen die Bayern das Geld oder ist das schon geflossen? Das ist nicht geflossen, das ist auch nicht eingeplant, das ist jetzt aktuell fließen soll und die Bayern, weiß ich, die überweisen pünktlich, wenn wir die Rechnung stellen, das ist sicher, aber das ist noch nicht erfolgt und wird auch in dieser Saison nicht erfolgen. Sie haben ja gerade selber einen Fehler eingeräumt auch im Nachgang, haben Sie sich bei Fiete selber vielleicht auch entschuldigt als Vereinsführung dafür, dass es jetzt diese Umstände gegeben hat? Da müssen wir uns nicht entschuldigen, wir haben mit ihm gesprochen, genauso wie wir permanent mit ihm
im Gespräch sind. Also ich selber habe eine ganze Reihe auch von Gesprächen vor der Vertragsunterschrift mit ihm geführt. Das war immer kommuniziert, er wusste auch, wie das abläuft. Aber das war damals klar eine Entscheidung der Clubs, in der Tat von beiden Clubs. Und ist auch völlig egal, wer die Entscheidung letztendlich genau gefällt hat, bei welchem Club. Fakt ist nur, Fiete waren da nicht beteiligt. Fiete Ab war immer ein großes Thema und wird wahrscheinlich auch weiter ein großes Thema sein. Glauben Sie, dass es irgendwann dann auch, wenn man dieses Thema abgehakt sein kann, in dieser Konstellation, die besteht? Ob man das abhaken kann? Ja. Weil der Spieler entscheidet ja selber, wann er geht. Das heißt, die Fragen werden natürlich immer wieder kommen, wann gehst du, bleibst du noch ein Jahr? Deswegen sage ich das ja deutlich, diese Entscheidung fällt auf gar keinen Fall mehr während der laufenden Saison. Von daher können sich alle ganz entspannt zurücklehnen. Keiner muss diese Frage stellen und muss sie auch nicht aufwerfen. Wäre mir zumindest mein Wunsch. Egal wie der sportliche Verlauf der Rückrunde ist, damit beschäftigen wir uns und Fiete vor allem nach der Saison. Ganz schön viel für Fiete, für so einen jungen Mann, was gerade auf ihn einprasselt, die letzten Monate, jetzt die letzten Wochen auch. Aufgrund dieses Themas? Das ist richtig. Nicht nur das, was in den letzten Wochen auf ihn eingeprasselt ist, sondern der gesamte Verlauf auch des Jahres 2018. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Er ist in einer Weise auch hier exponiert worden, herausgehoben worden, die schon ganz besonders war. Und damit umzugehen, mit all den ganzen Gerüchten, mit all den Angeboten, mit den ganzen Themen, mit dem Abstieg, mit der Tatsache, dass er denn hier auch als auf Hoffnungsträger gehandelt wurde. Damit muss man in der Tat erstmal umgehen. Und ich finde, das hat er exzellent gemacht bisher. Ich bin sehr froh, dass er sich entschieden hat, hier zu bleiben und freue mich auch auf den Rest der Spielzeit. Ist er erleichtert jetzt, dass das Thema, zumindest das Vertragsthema, jetzt öffentlich auch gemacht wurde? Das hoffe ich. Ja, Sie haben ja wahrscheinlich mit ihm gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck? Viel ist aufgeschlossen, wie immer. Spricht alle Dinge sehr offen und klar an. Ich glaube schon, dass ihm das auch gut tut, dass er jetzt eben auch Klarheit in alle Richtungen besteht und dass wir auch nochmal klarstellen können, dass er in der ganzen Sache wirklich unbeteiligt war. Ja,